Seit dem 8. Mai 2017 befindet sich der kleine Gleichberg in meinem Besitz. Das erste Mal war ich hier mit Ingo, Joachim Bessing, Tobias Nehring, Amy Patton am Tag der Ausstellungseröffnung in Weimar. Und wir haben eine symbolische Grundsteinlegung bzw. einen symbolischen ersten Spatenstich dort oben gemacht. So, wir befinden uns hier am Fuße des kleinen Gleichbergs in Thüringen. Vor über 7 Jahren habe ich mit Ingo Niermann den Dokumentarfilm The Future of Art gedreht, in dessen Verlauf Ingo den Pyramidenberg entwickelt hat und mir am Ende des Films übereignet. Seitdem versuche ich, dessen Realisierung voranzutreiben und habe verschiedene bisher erfolglose Versuche unternommen, genügend Geld dafür zu beschaffen. Aus diesem Grunde habe ich zumindest erstmal einen Berg, und zwar diesen hier, am 8. Mai des letzten Jahres in einem illegalistischen Akt in Besitz genommen und habe dort oben am höchsten Punkt eine Steinpyramide aufgeschichtet aus überall herumliegenden Basaltgestein und habe in einer Schutzhütte auf dem Gipfel eine Dauerausstellung mit Arbeiten von mir installiert. Und heute bin ich wieder hierher gekommen, um einmal mich selbst davon zu überzeugen, was aus den Arbeiten geworden ist, ob sie eventuell noch da sind oder ob sie weggekommen sind, zerstört wurden oder wie auch immer. Und zum anderen möchte ich sehen, ob die Steinpyramide, die wir dort oben errichtet haben, andere Leute vielleicht dazu ermuntert hat, sie zu erweitern, zu vergrößern, oder ob sie wieder abgetragen ist und dem Erdboden gleichgemacht. Ich bin echt gespannt, ob da oben noch irgendwas übrig geblieben ist. Wir befinden uns jetzt hier kurz unter dem Gipfelplateau mit der letzten Rast. Der Aufstieg war doch anstrengender mit dem Stativ auf dem Rücken, als ich das gedacht hatte. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, jetzt für das Videotagebuch mindestens einmal im Jahr hierher zurückzukehren. Jedes Mal mit einem anderen Gast, um mit dem dann über Möglichkeiten zu reden, den Pyramidenberg zu realisieren. So. Irgendjemand hat sich eine wahnsinnige Arbeit gemacht und hat die Pyramide komplett wieder abgetragen. Überraschung! Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Hier ein Nagel, an dem ein Pyramid Panel hing. Nur noch dieses kleine Stück blauer Schnur übrig geblieben ist, die ich auch einfach mal mitnehmen werde jetzt. Ja, unglaublich. Ich habe jetzt keinen Knoppers dabei, aber ein Pickup. Das ist unser einziges Proviant, was wir heute hier dabei haben. Und das teile ich mir jetzt mit dir, mit Christian, einem Kameramann, der schon vor 7 Jahren bei The Future of Art die Bilder gemacht hat. Und Erik Niedling ist mit Christian Görmer ein Pickup Schoko-Keks.